Stellt euch vor, ihr müsst einen Prozess führen. Ihr erhebt Klage, alle Zeichen stehen auf grün. Der Fall ist unverlierbar. Euer Richter verhandelt und auch nach der Verhandlung sieht alles gut aus. Doch dann dreht der Richter durch und weist die Klage ab. Wie geht das denn? Die ganze unglaubliche Geschichte jetzt im Video, also dranbleiben. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und wenn euch Themen rund um Rechte und Gesetze interessieren, dann lasst gern ein Abo für meinen Kanal da. Ob nach einem Verkehrsunfall, einem nicht zurückgezahlten Darlehen oder anderen Sachverhalten, euch können aus verschiedensten Gründen Ansprüche zustehen. Und es kann immer wieder passieren, dass eure Schuldner nicht freiwillig bereit sind zu zahlen. Die Gründe können vielzählig sein, sie können zutreffen oder auch nur vorgeschoben sein. Doch was tun, wenn ein Schuldner nicht zahlen will? Da bleibt häufig dann nur noch der Weg zu Gericht. So auch in unserem Fall. Ein Unfallgeschädigter hatte sein Fahrzeug nach dem Unfall in einer Fachwerkstatt reparieren lassen und verlangte vom gegnerischen Haftpflichtversicherer den Ausgleich der Rechnung. Doch dem war das Ganze, wie gewohnt, zu teuer und so blieb dem Geschädigten nichts anderes übrig, als gegen das Versicherungsunternehmen zu klagen. Ein Sachverhalt also, der im Bereich Verkehrsrecht leider alltäglich und für Verkehrsrechtler täglich Brot ist. Der Geschädigte erhob durch seinen Anwalt Klage zum Amtsgericht. Doch anstatt nach Klagezustellung zu zahlen, wandte der Versicherer ein, der Kläger sei gar nicht Inhaber des Zahlungsanspruchs. Er habe seinen Anspruch ja an die Werkstatt abgetreten. Demzufolge fehle es ihm, so heißt das im Fachjargon, an der Aktivlegitimation. Der Versicherer legte hierzu eine Abtretungsvereinbarung vor, die allerdings nach der obergerichtlichen Rechtsprechung und schon offensichtlich und auf den ersten Blick unwirksam ist. Das Gericht scheint dies auch erkannt zu haben, denn es hat diese Frage im Rahmen der mündlichen Verhandlung weder thematisiert, noch hat es den Kläger darauf hingewiesen, dass es Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der aktiven Legitimation habe. Wie auch die Abtretung ist ja offensichtlich unwirksam. Der Kläger und sein Anwalt gehen also fröhlich und zufrieden aus der mündlichen Verhandlung und erwarten das positive Urteil des Amtsrichters. Als das Urteil dann einige Wochen später zugestellt wurde, schliefen allerdings dem Kläger und seinem Anwalt sprichwörtlich die Gesichter ein. Sie konnten kaum glauben, was sie lesen mussten. Im Namen des Volkes. Die Klage wird abgewiesen. Doch wie geht das? Lesen hilft. In den Urteilsgründen führte das Gericht aus, die Aktivlegitimation sei bestritten worden. Die Beklagte habe eine entsprechende Abtretungsvereinbarung vorgelegt, worauf der Kläger nicht reagiert hat. Hä? Wie bitte? Aber die Abtretung ist doch schon auf den ersten Blick unwirksam. Und warum hat das Gericht auf seine, wenn auch falsche, Rechtsauffassung nicht hingewiesen? Lesen hilft. In § 139 ZBO heißt es hierzu in Absatz 2, auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, darf das Gericht seine Entscheidung nur stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat. Da die Aktivlegitimation nach obergerichtlicher Rechtsprechung in Teilen auch von Amts wegen zu prüfen ist, dürfte hier auch Absatz 3 des 139 anwendbar sein und in dem heißt es, das Gericht hat auf Bedenken aufmerksam zu machen, die hinsichtlich der von Amts wegen zu berücksichtigenden Punkte bestehen. Das heißt, und unabhängig von Absatz 2 oder Absatz 3, dass der Amtsrichter verpflichtet gewesen wäre, auf seine, wenn auch fehlerhafte, Rechtseinfassung hinzuweisen. Er konnte also nicht nach eigenem Gusto hinweisen, sondern er hatte nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes einen Hinweis zu erteilen. Was macht also unser Kläger? Das einzig Richtige, er erhob die sogenannte Gehörsrüge, da ein solcher unterlassener Hinweis seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Freundlich und höflich wies er durch seinen Anwalt den Richter darauf hin, dass hier wohl ein Missgeschick unterlaufen sei. Das Gericht habe wohl vergessen, den Kläger auf die richterlichen Zweifel hinsichtlich der Aktivlegitimation hinzuweisen. Jetzt sollte ja wohl alles klar sein. Hier hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Richter sind auch nur Menschen, das wird im Beschlusswege glattgezogen, das Verfahren wieder aufgenommen und dann im Sinne der Rechtsordnung entschieden. Stimmt's? Oder was meint ihr? Weit gefehlt, denn jetzt dreht unser Amtsrichter völlig durch. Er wies die Gehörsrüge tatsächlich zurück. In seinem Zurückweisungsbeschluss führt er aus, dass auf Klägerseite ein Fachanwalt beteiligt sei. In Verfahren dieser Konstellation gäbe es für das Gericht keine Hinweispflicht. Aber warte mal, wie bitte? Heißt das doch, das Gericht hat aufmerksam zu machen und gerade nicht hat aufmerksam zu machen, wenn kein Fachanwalt beteiligt ist. Der Amtsrichter meint also, dass die gesetzliche Hinweispflicht bei Beteiligung von Fachanwälten in einer Konstellation wie hier nicht existiere. Eine wahrlich unfassbare Beschneidung der Rechte des Klägers, die den ein oder anderen Nichtjuristen auch an Rechtsbeugung denken lassen könnten. Habt ihr auch schon einmal Erfahrung mit richterlichen Fehlentscheidungen gemacht? War euer Richter menschlich
und fachlich in der Lage, seinen Fehler einzugestehen, oder verhielt er sich ähnlich wie unser Amtsrichter hier? Schreibt mir eure Erfahrungen gern in die Kommentare. Fazit: Kein Fall ist zu einfach, um nicht ein Fehlurteil zu provozieren. Ob hier der ja unwahre Prozessvortrag der Beklagten strafbar ist, soll mal ausgeblendet werden. Der Fall zeigt in jedem Fall, dass es in der deutschen Gerichtsbarkeit nicht grundlos einen Instanzenzug gibt. Doch in Fällen wie hier, in denen bei kleinen Streitwerten nicht die Berufungsinstanz offen steht, ist man bei Fehlern auf die menschliche Größe von Richtern angewiesen. Fehlt es daran, kann man Recht haben, wie man will. Dennoch, ihr solltet euren Glauben an unser Rechtssystem nicht verlieren, denn Fälle wie der hiesige sind glücklicherweise und auch aus meiner Erfahrung eher die Ausnahme. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr mehr zu skurrilen Gesetzen wissen wollt, dann lasst gern ein Abo für meinen Kanal da. Über einen Like von euch freue ich mich sehr. Mehr spannende Videos zum Thema findet ihr hier. Bis zum nächsten Video dann. Bleibt freundlich und gesund. Tschüss. Bis dahin.